Oh la 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 la. Guten Morgen, Early Bird Community. Theoretisch wäre die Mel heute hier gestanden, die hat aber noch einen wichtigen beruflichen Termin. Deshalb stehe ich dann hier. Die Sue, für die, die mich noch nicht kennen. Difna, falls du schon wach bist, hallo, unser kleiner Running Gag unter uns beiden. Eine Body Styling Express als erstes und danach unsere To Hell and Back, unsere intensiven Kardioeinheiten, ja. Wir starten relativ entspannt mit unseren Warmzappeln. Wichtig für euch nochmal, Dreisatztraining, ja. Ich habe eine Kardioübung und zwei Kraftübungen dabei, wenn ich es auf die Entfernung richtig erkenne, korrekt. Und nach der dritten Runde gibt es noch so ein kleines Schmankerl-Highlight, aber alles Richtung Bodystyling. Das heißt, dieses intensive Hüpfen, Springen, Burpees, einbeinig, einarmig, sind jetzt an der Stelle noch nicht dabei. Ihr Lieben, lasst uns die Füße nach außen stellen. Und eure charmante Assistentin ist die Veronika heute. Veronika ist mit mir so früh aufgestanden. Lass mal die Schultern ganz locker, zieh mal die Schultern zurück und kreise mal bewusst nach hinten. Ja? Kreise mal nach hinten, atme gleichmäßig und gib mal ein bisschen mehr Tempo. Richtig schön schnell durchkreisen, durchbewegen. Mach den Rücken mit mir rund und lang. Achtung, hoch, tief. Einatmen, ausatmen. Rücken rund, lang. Sehr gut, ihr Lieben. Richtet euch mal auf mit mir und seid mal bewusst rechts und links. Schau mal, dass du dich mit mir von einer Seite zur anderen Seite drehst. Ja, schön drehen, stolz dabei sein, ihr seid wach. So, jetzt ein bisschen die Sprunggelenke und vor allen Dingen Schulter weit nach oben schieben. Ja, Community, wach sein, atmen, tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Das ist unser Wake-up. Knie vorbereiten, ja. Ich habe ein paar Lunges in der Stunde mit dabei. Atmen, schön stolz sein, auf 8. 7, 6, 5, 4, 3. Gib mir mal die Knie rechts und links. Versuch mal, die Fersen nach innen oben zu ziehen. Ja? Gleichmäßig schnaufen. Bewusst. 4, 3. Einatmen, ihr Lieben. Mach dich ganz groß. Und wenn du jetzt in die Kamera schaust, dann siehst du die Handgelenke, ja? Handgelenke heißt, Susan wird mit uns relativ schnell Push-Ups machen. Korrekt, ja? Und da sind sie wieder, unsere heiß beliebten Push-Ups. In einer kleinen Kombinationsübung heute, die ich auch gleich ins erste Modul reinsetze. So, ihr Lieben, Augen auf in die Kamera. Ja, ihr trippelt locker so ein bisschen, bleibt in Bewegung und ich gebe euch die ersten drei Übungen. Übung B, da kommen die Push-Ups auch gleich. Ihr Lieben, schaut mal kurz in die Kamera. Ich hätte gern den Spider-Man, dann legt ihr das Knie ab und dann überkreuzt ihr nach hinten. Dann streckt ihr wieder, Spider-Man, dann legt ihr ab und dann überkreuzt ihr. Danach brauche ich, hoppala, jetzt habe ich mich aufs Mikro gelegt, meine sogenannten Criss-Cross-Knie-Touches und beginnen mit meinen Flip-Jumps. Ja, Cardio, Kraft, Kraft. Die Spider-Man-Push-Ups aktuell nur auf die erste Seite, ich tausche dann später. Ja, gut. Veronika schreibt mir schon mal die ersten Namen an. Nina, Franzi, Erich, Nicole, guten Morgen. Das sind die ersten Namen. Ihr Lieben, bereit? Flip-Jumps, ausflippen. Los geht's. Hey. Eigenes Tempo. Und jetzt, es ist kurz nach 7. Wenn deine Nachbarn noch nicht wach sind, dann kannst du die kleinen Shuffle-Bewegungen machen. Für die, die ebenerdig wohnen oder alleine im Haus sind, hüpfen, hüpfen, hüpfen. 30 Sekunden noch. Barbara und Difna hat sich auch drauf geschalten. Manuela, guten Morgen. Nicole und Katja. Wenn ihr so viel Nicoles seid, sage ich einfach Nicoles. So, 15 Sekunden noch, ihr Lieben.
Ja, seid mal intensiv in diesen kleinen Flip-Jumps. Ich hole euch für die Spider-Man-Push-Ups ab. Da geht es dann um Kraft, nicht um Schnelligkeit bei den Spider-Man-Push-Ups. Ihr Lieben, Bremse rein. Wir nehmen alle das linke Bein in den Spider-Man-Push-Up, wie ich auch, und überkreuzen das linke Bein. In der Ruhe liegt die Kraft. Vorbereiten. Was fürs Hirn. Ready, ihr Lieben. Auf geht's. Es geht vor, rück, tief. Vor, rück, tief. Immer die gleiche Seite. Ja? Wenn ihr hinten überkreuzt und in den sogenannten Bruststretch kommt, dann geht ihr mit dem Knie nach unten und schön bewusst nach vorn und zurück. Immer schön gleichmäßig. Immer die gleiche Seite. Und ihr seid jetzt schon, ihr Lieben, bei 30 Sekunden angekommen. Nur noch 15. Ja, ihr merkt, ich wechsle immer mal meine Programme durch. Mal nur ein Spider-Man-Push-Up, jetzt kombiniert mit der Child Pose, um den Stretch zu bekommen. Und ihr versucht mal noch genau 2 Stück zu schaffen. Achtung, jetzt der letzte. 4, 3, 2. So, und in den 15 Sekunden könnt ihr überlegen, wie ihr meine neue Varianz findet. Vielleicht machen wir auch der Nils eine kleine Push-Up-Bibliothek auf. Aber erst für im neuen Jahr. So, ihr Lieben, auf geht's. Und 1, 2, 3, 4. Ja, der Rücken, vor allem der untere Rücken, ist die ganze Zeit fest am Boden. Ellenbogen und Knie drücken zueinander. 30 Sekunden noch. Währenddessen du schön gleichmäßig atmest. Und gerade bei so klassischen Basic-Übungen empfehle ich euch mal, die Augen zu schließen. 15 Sekunden noch, um dich wirklich auf das jeweilige Exercise und den Fokus der Zielmuskulatur zu konzentrieren. Oh Gott, habt ihr heute Morgen schon Wort? Zielmuskulatur. Bremse rein. Ab nach oben, ihr Lieben. So, erstes Wake-up. Wie ich sehe, Erich als einziger Mann. Was ist mit Michael? Schläfst du heute noch ein bisschen? Ihr Lieben, kleine Jumps. Ready? Flip, 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 flip. Hopp, hä? Relativ unten. Manu, unser Running Gag. Ich habe ja mit jedem mittlerweile einen Running Gag. Wo ist der Blick? Natürlich in die Kamera. Und lächeln. 30 Sekunden noch, ihr Lieben. Kommt, ihr Lieben. Was wären wir in dieser heutigen Zeit, die so herausfordernd ist, ohne unsere Community? Ja, hier. Wir stehen zusammen und wir schaffen das. Ihr Lieben, 15 Sekunden noch. Falls ich irgendwann nicht mehr hörbar bin, weil mein Batteriechen leer gegangen ist von meinem Headset, schnell der Veronika schreiben, ich habe schon Austausch hier. Ihr Lieben, Bremse rein. So, Maren ist auch dabei. Oh Maren, die eine Übung, die jetzt kommt, die ist schön für dich. Conny, du guckst mal, was wir in Bruntal machen. Okay. Und dann trainieren wir zusammen. Achtung, gleiches Bein. Ready, go. Spider-Man Push-Up, ablegen, Stretch. Spider-Man Push-Up, ablegen, Stretch. Eigenes Tempo, weniger ist mehr. Hab bewusst dieses Rüberschieben, dieses Überkreuzen des hinteren Beines, um da richtig schön Tiefe und Länge zu bekommen. 30 Sekunden noch. Und wenn du, Manuela schaut in die Kamera, das ist super. Sehr schön. Dann hast du mich jetzt auch gerade wie verrückt winken sehen. Oder auch nicht, weil die Köpfe ja unten beim Push-Up sind. Sehr schön, ihr Lieben. 15 Sekunden noch. Und versucht euch weit wirklich zurückzuschieben. Ja, einen Push-Up und die Weite zu geben. Achtung, ihr kommt mit mir in die Bremse. Jetzt in die Rückenlage. Ich gucke mal, wo mein Headset ist. Jawohl, an der Seite. Jetzt kannst du gerne in der Pause die Grundspannung schon aufbauen. Ein Bein in die Länge geben, Arm in die Länge. Ready? Los geht's. Und zack.
Yep. Ja, sehr schön. Gleichmäßig. Tiefe geben. Schöne lange Beine Richtung Boden und Oberkörper. Mein Lieblingsspruch, der Klugschiss am Dienstagmorgen, heißt Oberkörper, weil er oben bleibt. Also aufrollen und ins Wammerl reincrunchen. Letzten 8. Susan, wir haben keine Wammels. Wir trainieren ja Wammerl. Wir trainieren ja anständig. Das ist gut so. Ja, abends ein Glühwein und Plätzchen und am nächsten Tag wieder raus und trainieren. Bremse rein, ihr Lieben. Ihr könnt es ruhig genauso wie wir machen. Ja? Am Abend haben wir uns das verdient, aber erst nach der letzten Session, ihr Lieben. Dritte Runde und dann kommt es noch was dazu für die Beine. Ready? Auf geht's. Auf geht's. Komm. Hopp, hier. Na, kleine. Oder zack, 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 zack. Wer sagt für sich selber, wenn ich diese Flip-Runnings mache, ja, Flip-Jumps, Flip-Runnings, kann ich das ein bisschen schneller, dann darfst auch du das machen. Ja? Blick wieder aufgerichtet. In die Kamera schauen. Ihr habt mittlerweile so ein professionelles TV-Erlebnis zu Hause. Ihr seht uns ja schon überdimensional groß. So, Nina, wie schaut's aus? Das erste Schweiß antriggern, Franzi. Okay, durchhalten. Und jetzt den Zieleinlauf. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3. Push-up. Runter mit euch. Yes. Okay. Bein noch nicht wechseln, gell? Immer noch dasselbe Bein. Community, seid ihr da? Vorbereiten in die Plank. Veronika ist da. So, los geht's, los geht's, los geht's. Und tief. Und wenn jemand jetzt selber sagt, nee, diesen langen Push-up kann ich nicht, aber ich überkreuze trotzdem dieses Bein, dann wäre dies deine Alternative. Ist auch lustig, dass ich das euch erst im dritten Durchgang zeige. Ja, bin ja nie auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Zeige ich euch das schon bei der Erklärung, dann weiß ich, wo alle landen. Durchbeißen in die schweren Varianten und dann ein bisschen modifizieren. Letzten 22 Sekunden. Und jetzt nochmal schön rausdrücken, kraftvoll vom Boden wegdrücken, stolze Brust, sexy Arme. Achtung. Und Bremse rein. Sehr gut. So, Rückenlage, ihr Lieben. Relativ schnell für euch. Ihr kennt ja meine Lieblingsvariante. Wer länger liegt, hat länger Pause oder schneller liegt. So, ihr Lieben, auf geht's. Usa. So, kommt. Und nochmal. Hier, schöne Tiefe, weit, lange Arme, zack, zack. Und einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Insgesamt 45 Sekunden, wo du dich um deinen Core kümmerst, um deine Stabilität in der Körpermitte. Der Rücken, 30 Sekunden noch, fest auf die Matte, Handtuch, Teppich, Boden, je nachdem, wo ihr zu Hause trainiert. Und schön dabei bleiben, das schafft ihr, das schaut bestimmt ganz toll zu Hause aus. Ihr wisst, ich freue mich immer über Fotos. Letzten 8, falls jemand schon wach ist von der Family. Tiefes Atmen. So, jetzt schließt die Augen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noch keine große Pause, steh auf. Komm mit mir nach oben. Gib mir den Repeater Lunge rechts. Ich stehe auf dem rechten Bein. Nur einmal 30 Sekunden. Voller Speed. Achtung nach unten. Ready? Okay. So. Wenn du zu Hause sagst, du willst das Springen, weil du das dann für dich intensiver empfindest, dann mach dies. Ich bleib fest mit dem vorderen Bein und gehe über die Schnelligkeit. Ich habe nur einen Durchgang mit 30 Sekunden. Zieh, 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 zieh. Halte durch, zieh weiter. Für 4, 3, 2, große Pause, 3x5. Trinken. Erster Durchgang im Kasten, ja? So, ich schaue auf meinen Spickzettel. Jetzt ist es analog, aber trotzdem irgendwie ein bisschen anders.
Schaut mal, ihr Lieben, ich brauche 4-mal Jumping Jack und 8 High Knees. 4-mal je Seite ist meine Cardio Exercise. Niki turnt nach. Niki ist schon fleißig. Logisch, Übung 2. Spider-Man rechts ablegen, andere Seite. Ja? Gut. Und dann habe ich mir noch mal eine Bauchübung ausgesucht. Schaut mal. Höhe, Höhe, Arme ran, absenken, ziehen, absenken, ziehen, Arme raus. Ja? Ihr seht, ich spiele ein bisschen mit der Balance der Gehirnhälften. Rechte und linke Gehirnhälfte vernetzen. Koordinationstraining. Okay, Füße locker bewegen. Ihr Lieben, ich komme zu euch. Erstes Exercise. 4-mal Hampelmann. 8-mal Knie. Hebelauf. Ready? 4, 3, 2. Los geht's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hopp. Gott, es ist anstrengend. Reden und springen gleichzeitig. So, ihr Lieben. Und das im Wechsel 45 Sekunden lang. Und bei der Sekunde 43 ist es egal, ob du gerade in den Hampelmännern bist oder im Kniehebelauf. Du lässt einfach total locker. So, letzten 15 Sekunden, ihr Lieben. Nina hat Puh geschrieben und ein Smiley. Franzi, Nicole, Katja, komm, auf geht's. Schneller, schneller, schneller. Letzten. Ich zähle euch runter auf 4, 3, 2, Bremse. Ihr seid soweit für den anderen Push-Up. Ich drehe mich zu euch nach vorn, damit ihr mich in der Kamera gut seht. Ich richte mich nochmal auf. Achtung, 4, 3, 2, zweite Seite. Los geht's. 1 und ablegen. Und 1 und ablegen. Und 1 und ablegen. Oh. Nicole, du magst doch die Spider-Man-Push-Ups ganz besonders, gell? Und Druck. Und Zug. Und Druck. Und Zug. Und da waren es eure 30, aber insgesamt ja 45 Sekunden. Also weiter. Community Push-Up Time. Susan, sing nicht heute Morgen. Ich weiß, meine Stimme ist noch ein bisschen tief. Achtung. 3, 2, 1. Und der Pfiff. Sehr gut. So, jetzt kommt die Koordination für den Bauch. Arme hoch, Arme runter. Achtung, los geht's. 2-mal Becken heben und dann Arme drunter und die Beine ziehen. Arme wieder raus, hoch, hoch, Arme drunter und ziehen und ziehen. Fokus, Lendenwirbelsäule bei der Übung 2 auf den Boden. Kopf leicht anheben und versuchen, dabei schön zu atmen. Hä? Körpermitte fest, Beine fest. 30 Sekunden noch. Schieb. Ja, und bei Übung 1 können deine Hände die Teufelskralle am Boden bilden. So, und halte durch, weil letzten Endes sind es jetzt nur noch deine letzten 18 Sekunden. Alternativ wieder die Augen schließen, um dich auf die Körpermitte zu konzentrieren. Durchhalten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Bremse. Sehr schön. Erste Runde im Kasten. Geht's wieder in den Mathematikkurs. 4 Jumpings und Runnings. Ja? Alle wieder da? Tripling. In 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2. Los geht's, Community. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up, 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 up. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder weiter. Einfach deine 45 Sekunden laufen. Ja? Und wenn du dich mal verzählst und denkst, oh, Susi, jetzt habe ich nur 3 Hampelmänner gemacht. Das ist nicht so schlimm. 30 Sekunden noch. Letzten Endes gibt es eine Person, die das zu Hause vielleicht merkt, das bist du, wenn ihr alleine turnt, gell? Ihr wisst, schön in einem Haushalt, 15 Sekunden noch. Und dann geht es schon zur zweiten Runde Push-Up auf die zweite Seite. Für 4, für 3, für 2 und Bremse rein, ihr Lieben. Sehr schön, ab nach unten. Push-Up, zweite Seite. Spider-Man-Push-Up und überkreuzen oder einen normalen Push-Up und überkreuzen. Alles ist möglich. Ich drehe mich wieder zu euch, dann habe ich nämlich auch meine zweite Seite. Vorbereiten, 4, 3, ready. Und los geht's. Tja. Tiefe regenerieren. Ja, die Kombination mit der Tiefe des Push-Ups und mit der Länge des gekreuzten Childes. 30 Sekunden. Oh, jetzt wird es langsam anstrengend. Bewusst diesen Stretch, dann die Kraft. Stretch, dann die Kraft. Ja, immer schön 15 Sekunden noch durchhalten. Und dann kommt wieder unsere Bauchvariante. Wir sind schon langsam in der Einflugschneise, aber noch nicht ganz. Wir haben ja noch ein bisschen was. 4, 3, ab nach unten. Rückenlage, ihr Lieben. So, Achtung, vorbereiten, Fersen nach oben, die Teufelskralle mit den Fingern, Double Time ist los, 4, 3, 2, los geht's, 2, 2, 2 mal, Zug, nach oben, Sicherung mit den Händen, unter dem Popo, tschack, 30 Sekunden noch, komm, und schieb. Einmal, zweimal eine Schubbewegung, zweimal eine Senk- und Zugbewegung nach oben. 15 Sekunden noch. Auf geht's. Jetzt wird es langsam anstrengend für den Bauch. Ja, saubere Technik halten und dazu noch babbeln. Da treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. 4, 3. Ihr Lieben, Bremse. Gut, ab nach oben. Oh, das war ein Dreierfach-Pfiff. Nee. Noch nicht große Pause. Wir haben erst 2 Durchgänge. Ein Durchgang noch. Hampelmann. Ja? Ready? Dritter Durchgang und dann die Repeaters, andere Seite. Go! 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ha, 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 ha. Und los geht's. So, jetzt noch 30 Sekunden. 30 Sekunden nur noch, dann ist die Übung gegessen. Dann brauchst du sie heute nicht mehr, theoretisch. Vielleicht willst du sie ja nochmal nachholen, die Stunde nachturnen. 15 Sekunden noch. Johanna hatte zwischendrin geschrieben, viel Spaß, würde lieber mitmachen, als am Schreibtisch sitzen. Ja, das glaube ich. Ihr Lieben, Achtung, Bremse rein. Vorbereiten, Push-Ups, auf geht's. Los geht's, komm. 1, 2. Und ihr Lieben, schiebt euch in die Länge. Schöne, saubere Push-Ups. Alternativ hier und nur das Bein kreuzen. Ja, 30 Sekunden bereits. Und wenn du bei Push-Ups selber mal merkst, die breiten Push-Ups, 15 Sekunden noch, tun mir irgendwie in der Schulter nicht so ganz so gut, aber die engen sind super, dann kann man solche Übungen oder kannst du solche Übungen auch gut abwandeln. Ja? Achtung, Bremse rein. Ab ins Bauchtraining, danach der Repeater. Und dann haben wir es schon wieder. Füße hoch, 8, 7, Beine strecken, Oberkörper hoch. Ready, ihr Lieben. Push, push, senken, Zug.
senken, Zug. Und push, push, senken, Zug. Und Schub, Schub. Und Diffner, nicht schreiben, das sind keine powervollen Übungen von Su. Die kann man auch powervoll gestalten, ja? Ihr habt immer alle Freiheiten, euch da durchzubeißen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch da oben in die Füße noch eine Wasserflasche reinklemmen, solange die nicht runterfällt, bin ich total entspannt. Letzten. 4, 3, 2. Komm hoch. Geht gleich in das tiefe linke Bein und gib mir 30 Sekunden Speed. Auf geht's, come on. Jetzt, zieh. Ha? Nur das linke Bein, ihr Lieben. Das ist mein letzter Move heute. Komm, linkes Bein für die Einheit. Linkes Bein. Bleibt tief und haltet durch. 15 Sekunden noch. Und die schafft ihr auch ohne mich, weil dann kann ich währenddessen die Musik wechseln. Letzten 8, 7, 6, 5, für 4, für 3, für 2 und Gutti ist. Pfeifen auf dem letzten Loch. Locker eine halbe Stunde Body Styling Express zum Anschwitzen mal. Sowas kann man auch gut mal im normalen Büroalltag machen. Einfach mal eine halbe Stunde rausnehmen und genau solche Einheiten machen. Ihr Lieben, bringt mal die Hüfte zurück und öffnet mal mit mir den Hüftbeuger nach oben. Wechselt auf die andere Seite. Zieht die Fingerspitzen dabei nach hinten oben. Nimm noch mal die erste Seite mit mir. Ob du dich da leicht schräg drehst oder ob du frontal zur Kamera bleibst, kannst du für dich entscheiden. Hier die Hüfte aufmachen, Fingerspitzen nach oben. Die Community, die mit mir und mit vor allen Dingen Veronika als Regieassistentin gleich noch weiter trainiert, in der To Hell and Back. Zwischendrin vielleicht einen kurzen Espresso, Beinwechsel, kurzen Espresso zu euch nehmen. Eventuell nochmal tief durchschnaufen, vielleicht auch nochmal das Fenster zu Hause aufmachen oder Balkontür öffnen, Sauerstoff, frische Luft rein. Schiebt euch mal mit uns zur Seite. Dreh dich. Diffner, bin ganz still. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Gut. Nina, perfektes Wake-up. Ja. Ja. Wir versuchen euch auch jede Woche, jeden Tag andere Highlights am Morgen zu präsentieren. Dadurch, dass wir ein unterschiedliches Rückenrund-Instruktorenteam vor der Kamera haben, sind die Instruktoren auch frei. Was packen sie in ihre Einheiten rein? Wie hat die Mel letzte Woche bei Fit in Shape gesagt? Ja, das ist alles. Kann man machen, was man will. Ja, genau. Habe ich diese Woche, glaube ich, am Donnerstag auch mit euch. Streckt euch mal mit mir hoch und nehmt nochmal den Kopf. Rollt nochmal ab bis zu den Knien. Atmet ein. Atmet aus. Atme ein. Atme aus. Und für alle, die jetzt schon aus dem Programm heute Morgen, aus dem Turn-Session-Programm raus sind, einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Veronika und ich sagen Tschüss, Baba und den Rest sehe ich gleich.